Das sind einige unserer Themen heute. Vorschau auf City Event Provence in Pirmasens. Spatenstich zum neuen Recyclinghof Kontwig. Demokratie-Leben-Projekt an der Grundschule Maasweiler und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Vom 30. Juli bis 22. August 2021 hält mediterranes Flair Einzug auf dem Pirmasenser Schlossplatz. Zu Gast in der Provence heißt der City-Event, der dann über 3 Wochen lang zum Verweilen und Genießen einlädt. Bei der Vorstellung der Details gab es bereits einen Vorgeschmack. Bei Wein und regionalen Spezialitäten aus der Provence kann man sich vom 30. Juli bis 22. August in Pirmasens wie in Südfrankreich fühlen. Täglich von 11 bis 22 Uhr gibt es dann nämlich auf dem Schlossplatz ein wenig Urlaubsfeeling zu schnuppern. Der erste Event in der Stadt seit der Pandemie. Also ganz grundsätzlich waren wir überzeugt, wir müssen wieder was in der Stadt anbieten und wir wollen auch was in den Ferien anbieten. Und nachdem der City Beach ja jetzt vor ein paar Wochen sozusagen Corona noch zum Opfer gefallen ist, haben wir gedacht, so ein bisschen die Idee übernehmen und nur ein bisschen umbenennen. Und aus dem Beach machen wir jetzt die Provence, die hat ja bekanntlich auch Strände, und versuchen damit ein Stück ja, auch Bewegung wieder in die Stadt zu bringen, die Menschen wieder mit Freude in die Stadt zu bringen und auch mit der völlig neuen Idee. Wenn man hier so ein bisschen schaut, es wird bunt, es wird kulinarisch sehr anspruchsvoll. Also wir werden tatsächliche Spezialitäten kennenlernen. Für ein authentisches Stück französische Lebensart sorgt die Event-Gastronomie Jäckel aus Zweibrücken mit einer kleinen Bistrokarte voller Gaumenfreuden. Wer sich lieber in geselliger Runde sportlich betätigen möchte, kann auf dem echten Sandplatz eine Runde Pool spielen. Dazu gibt es an den Abenden musikalische Auftritte von insgesamt 8 KünstlerInnen und Bands. Die Kleingäste können sich an 2 Sonntagen an Charmains Puppentheater erfreuen. Für die Deko des Events zeichnet unter anderem die Kreativschülerfirma der BBS Pirmasens verantwortlich. 149 Gäste wird der eingerahmte Platz mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten auf dem Schlossplatz fassen. Also im Moment ist ja keine Testpflicht mehr, also diese Dinge sind nicht mehr ganz so streng, aber wir werden auf dem Platz natürlich vor Maskenpflicht haben. An den Tischen kann man natürlich dann die Masken zum Essen und Trinken abnehmen. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Sitzplätzen, die gegeben sind, und da werden wir auch darauf achten, dass der Platz dann entsprechend auch mit Abständen und so weiter immer so bleibt, dass wir uns in einem vernünftigen Rahmen bewegen können. Am Sonntag, den 8. August 2021, findet zudem ein verkaufsoffener Sonntag statt. Man hofft im Laufe des Jahres, 2 weitere in Pirmasens folgen zu lassen, plant aber weiterhin vorsichtig und schrittweise. Wertstoff- und Recyclinghöfe sind wichtige Bindeglieder in Sachen Entsorgung und Recycling und somit auch gut für unsere Umwelt. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Sammlung, korrekten Entsorgung und Wiederverwendung von Abfällen aller Art und sollten auch vor allem für die Sicherheit der Nutzer keine Beeinträchtigung sein. Genau deswegen wird der alte Wertstoffhof in Kontwig jetzt durch einen modernen und sicheren Recyclinghof ersetzt. Nach einigen Jahren Planung und Umorganisation ist es endlich soweit. Die Bauarbeiten für den neuen und verbesserten Recyclinghof in Kontwig haben Mitte Juli diesen Jahres begonnen. Nach etlichen infrastrukturellen Problemen und veralteten Sicherheitsvorkehrungen war der Umbau des damaligen Wertstoffhofs in Kontwig dringend notwendig. Der Neubau, ein Recyclinghof, entsteht auf einem Platz neben dem noch vorhandenen Wertstoffhof, der nach Vollendung des Neubaus abgerissen wird. Der Platz, auf dem sich der momentane Wertstoffhof befindet, wird danach wieder an die Ortsgemeinde Kontwig zurückgegeben. Der neue ist, wie vorhin schon gesagt, wesentlich größer. Er hat halt die Vorteile, dass man intern mehr Raum hat. Die Verkehrsführung ist so, dass ein Rundkurs angelegt wird, die Leute viel mehr Raum und Platz haben, die einzelnen Container anzufahren. Denn bei dem kleinen Wertstoffhof da hinten hat es des Öfteren mal intern Stau und Probleme gegeben mit Ein- und Ausfahrt.
Das wird hier hoffentlich dann nicht mehr der Fall sein, weil man intern halt viel mehr Staumöglichkeiten hat. Man kriegt also auf diese 3000 Quadratmeter befestigte Fläche sehr viele Fahrzeuge unter. Aber nicht nur die Infrastruktur wird verbessert. Auch das Abladen der schweren Wertstoffgüter wird den Nutzern durch eine Rampe erleichtert. Die wesentliche Erleichterung fürs Abladen seiner Abfälle, das ist eben diese Rampe, die jetzt neu als erstes im Landkreis Südwestpfalz gebaut wird. Man fährt auf die Rampe rauf, man lädt seine Abfälle von oben in die Container bzw. lässt sie da reinfallen und hat halt insofern die Erleichterung, dass man sie nicht sehr hoch heben muss. Der geplante Recyclinghof wird auch in Sachen Umwelt und Sicherheit ein großes Vorbild für Nachahmer sein. Gut, die Abfalltrennung ist ja vorgegeben, die wird sich nicht großartig ändern. Es ist einfach der Komfort und die Sicherheit, die sich ändert. Wir haben jetzt in der Genehmigung natürlich neuere Vorgaben nach dem aktuellen Rechtsstand umsetzen müssen, was die Sicherheit betrifft, auch was die Sicherheit in puncto Oberflächenentwässerung betrifft, dass also von dem Wertstoffhof, von den hier gelagerten Abfällen, keinesfalls Stoffe in die Umwelt gelangen. Betrifft insbesondere die rechtliche Situation halt, die umgesetzt werden muss. Und die Kreisverwaltung hofft natürlich dadurch, dass auch die kommenden Wertstoffhöfe jetzt in diese Richtung gehen, dass a, die Rechtsnormen eingehalten werden und b, diese Geschichte mit der Rampe, dass die halt zukunftsfähig ist und kommende Wertstoffhöfe nach diesem System dann auch gebaut werden können. Die Kosten der gesamten Anlage betragen knapp 1 Million Euro und werden vom Landkreis getragen. Das neue Bauprojekt soll Mitte bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Super! Lass mal. Oh, Spaß gemacht! Demokratie ist und bleibt ein wichtiges gesellschaftliches Thema und sollte auch so behandelt werden. Deshalb hat sich der Förderverein der Grundschule Maßweiler ein Projekt im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben überlegt, in dem man auch in der Grundschule bereits die Themen Vielfalt, Toleranz und Respekt fördern kann. Mitte Juli sah man strahlende und stolze Gesichter in der Grundschule Maßweiler. Denn bei dem Viertklässlerabschied durften die Schüler von allen Klassen das gemeinsam komponierte Lied zu den Themen Toleranz, Vielfalt und Respekt vortragen. Auch die drei großen, bunten Leinwände, die an dem Tag der Feier zum ersten Mal ausgestellt wurden, wurden von den Schülern selbst bemalt und beklebt. Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler selbst sind stolz auf ihre Werke. Ich bin sehr stolz. Ich bin deswegen stolz, weil es den Flair und das, was diese Schule ausmacht, das, was wir uns wünschen als Lehrer, so gut trifft. Und wir sind froh, dass es auch die Kinder so gesehen haben. Also der Text stammt ja von den Kindern und es ist aber genau das, was wir uns so sehr gewünscht haben. Das Projekt selbst lief unter dem Namen »Zusammen ergeben wir ein Klangbild« und wurde von dem Bundesprogramm Demokratie leben sowie von der Jugendkulturwerkstatt tatkräftig unterstützt. Ja, in dem Projekt zusammen ergeben wir ein Klangbild. Habe ich als bildender Künstler vor allem agiert und habe dann die theoretischen Einheiten aber auch gemacht und habe dann auch zeichnerisch, malerisch so alles begleitet. Aber war nicht der einzige Dozent. Ich war in Unterstützung da mit unserem FSJler zum Beispiel, David, der regelmäßig mitgemacht hat, aber auch andere Dozenten von uns, Andy Lüppert, der hauptsächlich dann natürlich für das Musikalische zuständig war und für das Recording, Mixing und so weiter des Songs. Und der Song wäre natürlich ohne den Text nur ein Instrumentalstück und dafür war Don Criso, Christoph Grob da, der mit den Kids tolle Schreibwerkstätte gemacht hat und gemeinsam auch den Text gereimt und gedichtet haben. Und dementsprechend haben wir uns wieder super ergänzt. Also bildende Kunst, Textwerkstatt und Musikworkshops. Das war so die Idee und ist auch sehr gut aufgegangen. Als kleines Dankeschön für ihre Arbeit übergaben die Schüler am Ende der Veranstaltung den Mitarbeitern der Jugendkulturwerkstatt noch jeweils ein persönliches Geschenk. Ja, ein ganz tolles Geschenk. Also das hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und zwar haben wir ja Selbstporträts angefertigt und so weiter und dementsprechend haben Kids auch ganz viele Porträts von mir gezeichnet und gemalt. Und das habe ich jetzt gerade überreicht bekommen und bin mega gespannt. Ich werde mir die Zeichnung bestimmt
etliche Male angucken, weil ich auch viel lernen kann von Kinderzeichnungen. Insofern vielen herzlichen Dank dafür und wird einen speziellen Platz bekommen hier am Atelier. Das Projekt selbst diente dazu, den Schülerinnen und Schülern das Oberthema Demokratie spielerisch näher zu bringen. Es zeigte den Kindern wichtige Werte wie Toleranz, Vielfalt und Respekt gegenüber anderen und trug zu einer stärkeren Schulgemeinschaft bei. War die Päpstin Johanna wirklich in Zweibrücken? Diese Frage wurde von Studenten erforscht und die Ergebnisse nun in der Bibliotheca Bibontina in Form einer Ausstellung gezeigt. Wir haben sie uns angesehen. Die Frage, die in der Ausstellung Päpstin Johanna in Zweibrücken bearbeitet wird, ist neben jener, ob die Päpstin Johanna in Zweibrücken gewesen ist, vor allem auch, ob es die Päpstin Johanna überhaupt gegeben hat. In der Bibliotheca Bibontina eröffnete Max Beaver am 15. Juli die Ausstellung. Er erklärt, wieso man sich für dieses Thema entschieden hat. Die Handschrift 17 ist da mehr oder weniger ein bisschen schuld dran. Das ist eine Handschrift von Langerhans, in der er sozusagen ein Traktat zu widerlegen versucht, in dem 17 Argumente angeführt werden, dass es eine Päpstin Johanna nie gegeben hat. Langerhans widerlegt diese Argumente, wie gesagt, und geht davon aus, über diese Widerlegung, dass es sie ebenso gut gegeben haben könnte. Was allerdings nicht heißt, dass er sagt, es hat die Päpstin gegeben. Da muss man schon aufpassen, das ist schon was anderes. Durch das sogenannte Edieren hat man es in der Ausstellung geschafft, den Gästen darzustellen, wie man vorgeht, wenn Schriften wie die Handschrift 17 auftauchen. Diese Ergebnisse des Edierens stellen damit einen Teil der Ausstellung dar. Der zweite Teil unterscheidet sich davon ein wenig. Also das ist der zweite große Teil der Ausstellung, der befasst sich mit den Rezeptionszeugnissen, also im Prinzip mit, ich sag's jetzt einfach mal, Werken. Das können Bücher sein, das können aber auch für die modernen Medien, für unser Jahrhundert auch Filme sein, das können Musicals sein oder Dokumentationen auch einfach. Und wir haben uns im Prinzip die Frage gestellt, wie unterschiedlich wird die Päpstin in diesen Zeugnissen wiedergegeben, ihre Geschichte, wie wird die verarbeitet? Gibt es da thematische Unterschiede? Gibt es da Schwerpunkte, die vielleicht vom 16. Jahrhundert jetzt irgendwie ein bisschen von dem abweichen, was im 18. oder 19. gemacht wird? Und wie gesagt, ist das der zweite große Bestandteil der Ausstellung. Wer sich die Ausstellung anschauen möchte, kann dies allerdings erst wieder nach der Sommerpause der Bibliotheca Bibontina. Weiter geht es am 9. August. Ab dann kann jeder interessierte Gast sich bis zum 15. Oktober über die Päpstin Johanna informieren. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nach unserer Sommerpause zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.